Meine Damen und Herren, ich eröffne die 150. Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich Sie bitten, sich nun von Ihren Plätzen zu erheben. Seit unserer letzten Landtagssitzung sind 5 ehemalige Abgeordnete verstorben, denen wir gedenken möchten. Im Alter von 82 Jahren ist der ehemalige Abgeordnete Wolfgang Windfuhr am 10. September dieses Jahres verstorben. Er wurde am 23. Juni 1936 in Lüdenscheid geboren. Nach dem Abitur studierte er Germanistik, Geschichte, Philosophie und Pädagogik in Marburg und Bonn. Er legte 1965 das zweite Staatsexamen ab und war anschließend als Gymnasiallehrer in Kassel tätig. 1966 trat er in die CDU ein. Er war lange Zeit kommunalpolitisch aktiv. Von 1968 bis 1993 war er Stadtverordneter und Stadtrat in Kassel. Dem Hessischen Landtag gehörte Wolfgang Windfuhr ab dem 1. Dezember 1974 an und schied am 4. April 1991 aus. Neben seinem politischen Engagement setzte sich Wolfgang Windfuhr auch in weiteren Ehrenämtern für die Kultur ein. Für sein Engagement wurde er 1986 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse und 2002 mit dem Wappenring der Stadt Kassel geehrt. Wolfgang Windfuhr war verheiratet und hat 2 Kinder. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Am 12. September dieses Jahres ist der ehemalige Abgeordnete Rolf Kawecki nach schwerer Krankheit verstorben. Rolf Kawecki wurde am 28. November 1950 in Frankfurt geboren. Er war verheiratet und hatte 2 Kinder. Im Anschluss an die Schulausbildung absolvierte er eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Frankfurt. 1973 trat er in die SPD ein. Er wurde in Bad Nauheim kommunalpolitisch aktiv. 1978 wurde er zum Bürgermeister der Gemeinde Abichswald gewählt. Das Amt übte er von 1979 bis 1991 aus. 1991 zog er als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Kassel-Land I in den Hessischen Landtag ein. Unserem Hause gehörte er 10 Jahre an und er wurde innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, ehe er 2001 sein Amt niederlegte. Im Anschluss an seine Tätigkeit hier als Abgeordneter studierte er an der Universität in Göttingen Rechtswissenschaften und wurde Rechtsanwalt. Er wurde erneut kommunalpolitisch tätig, als er nachrückte in die Gemeindevertretung von Habichswald und dort Vorsitzender der SPD-Ortsfraktion wurde. Unsere aufrichtige Teilnahme gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Der ehemalige Abgeordnete Peter Hartherz ist am 2. Oktober 2018 verstorben. Er wurde am 27. Juli 1940 in Darmstadt geboren. Nach dem Abitur studierte Peter Hartherz Pädagogik in Jugendheim und war anschließend 10 Jahre als Lehrer und Konrektor in Ansbach tätig. Später wechselte er zum Regierungspräsidium Darmstadt. Von 1973 bis 1974 arbeitete er als persönlicher Referent des Kultusministers Ludwig von Friedeburg. 1958 trat Peter Hartherz in die SPD ein. Im Jahre 1968 zog er als Abgeordneter in den Kreistag des Landkreises Usingen und später auch in den Kreistag des Hochtaunuskreises. Dort leitete er die SPD-Fraktion von 1973 bis 1997 und war von 1997 bis 2008 im Kreisausschuss des Hochtaunuskreises tätig. Für sein kommunalpolitisches Engagement wurde er 2008 nach 40 Jahren in der Kommunalpolitik mit der Ehrenplakette des Hochtaunuskreises geehrt. Abgeordneter im Hessischen Landtag war Peter Hartherz vom 1.12.1974 bis zum 4. April 1995. Er gehörte unter anderem dem Ausschuss der Landwirtschaft und Forsten und dem Kulturpolitischen Ausschuss an. Er war Mitglied der 8. Bundesversammlung. 1984 wurde er zum Schatzmeister der Hessischen SPD gewählt. Das war er bis 1999. In seiner Zeit als Abgeordneter war er Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion und nach dem Ausscheiden aus dem Landtag Vorsitzender im Vorstand des Vereins der ehemaligen Abgeordneten. 1995 wurde er mit dem Verdienstkreuz der ersten Klasse der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und seiner Familie.
Am Tage der Landtagswahl am 29. Oktober 2018 ist unser ehemaliger Abgeordneter Willy Kroll verstorben. Er wurde 1924 in Calden geboren. Willy Kroll war Mitglied der Europa-Union, engagierte sich gewerkschaftlich und war Mitglied der SPD. Er stand dem SPD-Ortsverband Hofgeismar und dem Unterkreis Hofgeismar der SPD vor. Dem Magistrat der Stadt Hofgeismar gehörte er von 64 bis 68 als ehrenamtlicher Stadtrat an. Von 1968 bis 1976 war er ehrenamtlicher Stadtrat der Stadt Hofgeismar. Er war Abgeordneter des Hessischen Landtages vom 1. Dezember 70 bis zum 6. September 76. Er war 1974 Mitglied der 6. Bundesversammlung. Er legte 1976 sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder, da er, wie gesagt, Bürgermeister in Hofgeismar wurde. Das war er dann bis 1990. Der Hessische Landtag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen. Ein weiterer bedeutender Politiker unseres Landes ist am 6. November verstorben. Otto Wilke. Er hat die Politik im Kreis Waldeck-Frankenberg in Hessen und der Hessischen FDP geprägt. Otto Wilke ist am 13. April 1937 in Korbach geboren. Er wurde Elektroinstallateur und übernahm 1967 das elterliche Installationsgeschäft. In die FDP trat er 1955 ein. Im Jahre 1957 wurde er Mitglied im Kreisvorstand der FDP Waldeck, später auch Kreisvorsitzender der FDP Waldeck-Frankenberg. 1969 wurde er Mitglied im Landesvorstand der FDP Hessen, deren stellvertretender Landesvorsitzender er von 1977 bis 1991 war. Und von 1985 an war Otto Wilke Mitglied im Bundesvorstand der FDP. Von 1964 bis 2012 war er in der Kommunalpolitik seiner Heimat aktiv, sowohl in Diemelsee wie auch im Kreis Waldeck-Frankenberg. Dem Landtag gehörte Otto Wilke von 1970 bis 1995 an. Von 1974 bis 1976 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender, von 1976 bis 1982 und von 1987 bis 1991 Fraktionsvorsitzender der FDP. Otto Wilke leitete von 1973 bis 1976 den Ausschuss für Wirtschaft und Technik und den Hauptausschuss von 1991 bis 1995. Er war Mitglied der 8. und der 9. Bundesversammlung. Für sein großartiges Engagement wurde er mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille ausgezeichnet. Außerdem war er Träger des großen Bundesverdienstkreuzes. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und drücken unser Mitgefühl der Familie und den Angehörigen aus. Vielen Dank, dass Sie sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben haben. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Tagesordnung vom 27. November 2018 mit den insgesamt 24 Punkten liegt Ihnen vor. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt wurden zu Top 3 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Grünen für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes, Drucksache 19-6839 neu zu Drucksache 19-6675, ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD mit der Drucksache 19-6850 und ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 19-6854. Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen für die unter Top 2 stehende Wahl hat die Drucksache Nummer 19-6852 und wurde ebenfalls auf Ihren Plätzen verteilt. Außerdem eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist der dringliche Antrag betreffend die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags von allen Fraktionen mit der Drucksache 19-6853. Ich frage Sie jetzt, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Da steht das als Nummer 18 auf der Tagesordnung. Berlino meldet sich. Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir ziehen die Drucksache 19-9839 zur Drucksache 19-6675, zweite Lesung des Gesetzentwurfs Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz, zurück.
Vielen Dank. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt entfallen. Und wir tagen dann ohne diesen Tagesordnungspunkt. So, dann. Wir brauchen doch den ganzen Tag, nur keine Angst, das schaffen wir schon. Dann stelle ich fest, dass wir jetzt eine Tagesordnung haben, inklusive das ohne, exklusive des Punktes Nummer 3. Das, ja? Bitte? Ja, 3 ist es. 3, ja. Dann frage ich Sie jetzt, ist die Tagesordnung somit von Ihnen genehmigt? Kein Widerspruch? Keine Enthaltung? Damit ist es so, und wir verfahren auch so.